Hallo lieber wieder, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung für dich machen. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, die ich hier einsetze. In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Eine Anmerkung noch, ich hab meine Vorgehensweise geändert, anstatt hier ich und du zu machen, schaue ich hier die weiblichen Energien an und hier die männlichen Energien. Das heißt, wenn du eine Schützefrau bist, die es mit einem Widermann zu tun hat, dann bist du hier. Du bist hier bei der Widerlegung und die weiblichen schaue ich hier an. Und hier die männlichen Energien. Okay? Gehen wir zur Legung über. Page der Schwerter ist rausgefallen. Ich werde das direkt hier in die Mitte legen. Ich glaube nämlich, dass hier die männliche Seite die weibliche Seite genau beobachtet. Drei Karten bitte für die weibliche Seite. In Bezug auf die männliche Seite. Page der Stäbe. Was zur Hölle tut dieser Mensch, sagst du? Was zur Hölle war das? Was zur Hölle tut er? Was zur Hölle hat er vor? Was will er herausfinden? Ja? Und überhaupt, warum will dieser Mensch mehr über mich herausfinden, während er mir nichts über sich selbst erzählt? Aha. Okay. Du scheinst es mit jemandem zu tun zu haben, der ganz sicher gehen will, bevor er sich zeigt, bevor er sich öffnet. Der Magier. Und überhaupt bin ich mit anderen beschäftigt, sagen die Damen hier. Die weiblichen Energien bei dieser Legung stehen am Anfang eines neuen Lebensabschnitts, sehe ich hier. Ihr habt damit etwas zum Abgeschlossen, seid abgesprungen mit der, naja, all diesen Ballast aus der Vergangenheit habt ihr zurückgeworfen und ihr seid jetzt hier dabei, ein neues Leben zu manifestieren. Es scheint mir fast so, wie wenn ihr sagt, hey, weißt du was, ich habe weder Zeit noch Energie noch sonst was, um mich hier jemandem zu öffnen, zu machen, zu irgendwie die Mitte zu finden, zu diskutieren oder ähnliches. Ja? Weil die Sache ist, ihr checkt nicht, was bei dem los ist. Ja, dieser Mensch beobachtet euch, ja, aber ihr versteht einfach nicht, was das soll, dieses Beobachten anstatt Handeln und alles. Ja, wieder Menschen sind die, die handeln, die etwas tun, die nicht stagnieren oder ähnliches. Ja, und deswegen sind die Damen hier an einem Punkt, wo sie sagen, hey, weißt du was, ich muss jetzt das vorwärts bringen, was vorwärts geht in meinem Leben. Ich kann hier nicht ewig warten, bis du mich lange genug angeschaut hast, abgecheckt hast. Ja, ich muss hier weitermachen. Fünfter Schwerter. Und wenn es sein muss, lasse ich dich zurück. Wenn es sein muss, lasse ich dich zurück. Okay. Drei Karten bitte für die männliche Seite in Bezug auf die weibliche Seite. Hoppala. Page der Münzen. Drei Pagen auf einem Tisch. Das sind Nachrichten. Ja? Pagen überbringen Botschaften. Das sind die Messenger. Ja? Und dein Gegenüber versucht hier eine neue Perspektive im Leben zu sehen. Klappt aber nicht. Ich spüre hier einfach raus, wie krampfhaft dieser Page der Münzen sich weg von dir bewegt, ja, beziehungsweise es versucht. Du bist hier als der Magier dabei, ein neues Leben zu manifestieren. Dein Gegenüber versucht es als Page der Münzen. Ja? In der Münzen, siehst du, es geht nicht vorwärts. Dein Gegenüber hat hier versucht, eine neue Perspektive im Leben zu haben, neue Türen zu öffnen, in etwas anderes zu investieren, aber es klappt nicht, es fruchtet nicht. Warum? Weil der Blick ständig bei dir ist hier.
Dieser Mensch ist halbherzig am Manifestieren und du voll in deinem Power, ja? Weil der Magier ist auch die Wiederkarte für mich. Schau, wegen dem Gefühlswirrwarr, die dieser Mensch in Bezug auf dich hat, kommt er hier nicht vorwärts. Es braucht hier schon 8 der Kelche, damit hier 8 der Münzen passieren kann, ja, und man wirklich an etwas arbeiten kann. Und 8 der Kelche wäre die Aussage wieder, es passt mir nicht so mit dir und irgendwie erfüllst du mein Herz nicht. Aber das ist ja nicht der Fall. Es sieht hier eher aus, wie wenn dein Gegenüber dich beobachtet und versucht, mehr über dich herauszufinden. Ja, dieser Mensch hat nicht all das über dich herausgefunden, das zu einer Entscheidung führen könnte. Weg von dir hin zu Neumanifestierungen. Okay? Für dich wieder ist bereits der Umstand, dass dieser Mensch dich hier im Unklaren lässt, Grund genug, um zu sagen, nein, ich habe hier keine Transparenz, ich gehe meinen Weg, wo ich absolut Transparenz habe. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten die gemeinsamen Energien anschauen und dann werde ich schauen, was hier als nächstes zwischen euch beiden passieren wird. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Und diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Okay? Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye!